Oh Mann, ey. Der kommt echt immer im letzten Augenblick. Dann muss der weg und ich kann gucken, wie ich hier noch den Schlauch bzw. das Ventil ausgewechselt krieg. Das ist echt mistig. Wer weiß, was der damit wieder auch gemacht hat. Das ist echt, echt blöd. Naja. So sind sie halt, die Kleinen, gell? Immer alles schön kaputt machen. Ach, jetzt haben wir das auch noch vergessen. Super. Als ob wir das zum ersten Mal machen. So, jetzt müsste es auch noch. Komm schon, Babe. Werde ich nicht. Oh, was ist denn hier jetzt los? Funktioniert das nicht? Vielleicht kriege ich das wieder rein. Gut. Was denn? Meine Güte, wer will denn jetzt schon wieder was von mir? Was ist denn? Hat mich jemand gerufen? Ich glaube, jetzt spinne ich auch noch. Ich höre schon Stimmen. So, jetzt Mantel runter. Wo sind denn meine Reifen hinüber? Alles ist da, nur die Reifen. Normal würde ich ja jetzt den Kindern die Schuld geben, aber die reparieren ja ihre Fahrräder nicht selber. Wo sind denn jetzt die Reifenheber? Mann, Mann, Mann. Ich krieg das Zeug sonst nicht runter. Ich muss das jetzt echt schaffen, sonst wird's wirklich... Oh, Jesus. Jesus, ich finde diese Reifenheber nicht. Und ich muss echt mit der Reparatur fertig werden. Der muss gleich noch weg mit dem Fahrrad. Kannst du mir nicht irgendwie eine Idee geben, wo diese Reifenheber sind? Habe ich die vielleicht beim letzten Mal in den Schrank gelegt? Boah, das wäre echt cool, wenn ich die da jetzt finde. Nee, warte. Oh, nee, hier sind die auch nicht. Oh, meine Güte. Wo sind diese Reifenheber? Warum finde ich die denn jetzt nicht? Papa, bist du bald fertig? Du weißt, dass ich später noch weg muss. Oh Mann, ja, jetzt stress mich noch, ey. Jetzt kommst du wieder im letzten Augenblick und brauchst das Fahrrad repariert. Ich finde die Reifenheber nicht. Ich krieg den halt nicht ab, wenn ich nicht das spezielle Werkzeug hier habe. Und ich weiß nicht, wo die sind. Kannst du nicht einfach auch Schraubendreher benutzen? Zwei, bist du wahnsinnig? Da steche ich den ganzen Schlauch mit kaputt. Das geht nicht. Dafür gibt's ja die Wagenheber. Vielleicht hat er ja doch recht. Und ich hätte gar nicht so hart jetzt sein müssen. Ich meine, früher habe ich das ja auch mit Schraubendrehern gemacht. Wenn man vorsichtig ist, geht es eigentlich. Komm, ich mach das einfach. Ja, ich weiß nicht, ob ihr so Situationen kennt, ne? Man denkt, man wird gerufen und man wird doch nicht gerufen. Oder man betet für was, dass man was findet.
Und denkt dann, man findet es da und Gott hat einem da eine Idee gegeben, aber es war gar nicht Gott. Also offensichtlich nicht, ne? Weil es da nicht war. Ja, und am Ende kriegt man dann Hilfe auf eine ganz andere Art, als man es eigentlich gedacht hätte. Was die drei Sachen miteinander zu tun haben, das sagt euch gleich Samuel. Gottes Stimme hören. Wie geht es? Wie können wir, wie kannst du Gottes Stimme hören? Ich möchte euch dazu von einem kleinen Jungen aus der Bibel erzählen, der genau gleich heißt wie ich, nämlich dem Samuel. Von dem Samuel können wir lernen, was es heißt, Gottes Stimme zu hören, wie das geht und wie wir danach auf Gott hören können. Aber die Geschichte fängt schon ein bisschen vor Samuel an. Ich möchte euch von einer Frau erzählen, und zwar von der Hannah. Die Hannah, die war verheiratet mit dem Elkanah und die beiden, die waren ein echt glückliches Ehepaar. Die haben sich gut verstanden, die mochten sich, aber eine Schwierigkeit gab es. Und zwar hatte der Elkanah noch eine zweite Frau. Das ist ja heute in Deutschland zum Glück nicht erlaubt. Die Bibel sagt uns auch, man soll nur einen Ehepartner haben. Aber damals war das in manchen Kulturen der Welt verbreitet und auch heute ist es noch in manchen Ländern der Welt üblich, dass man mehrere Ehepartner hat. Und so hatte dieser Elkanah eine zweite Frau, die Penina hieß die. Und die Penina, die hat ein Kind nach dem anderen bekommen. Die ist immer wieder schwanger geworden, die haben Kinder bekommen, die waren echt glücklich und die Hannah, die war irgendwann echt traurig. Die ist einfach nicht schwanger geworden. Sie hat einfach kein Kind bekommen und sie hätte doch so gerne auch ein Kind gehabt mit ihrem Mann, mit dem Elkanah. Und so ist die Hannah eines Tages dann zu Gott gegangen, in den Tempel, in die Stiftshütte, hat gebetet und hat zu Gott gesagt, lieber Gott, schenk du mir doch ein Kind. Ich will unbedingt ein Kind haben. Schenk, dass ich schwanger werde. Wenn ich schwanger werde, dann möchte ich das Kind danach dir ganz hingeben. Und, ob es glaubt oder nicht, die Hannah ist wirklich kurz darauf schwanger geworden und hat den Samuel auf die Welt gebracht. Hier lernen wir schon das Erste über Gottes Stimme hören. Und zwar lernen wir von der Hannah, dass Beten eine ganz wichtige Funktion hat. Wenn wir beten, dann können wir darauf vertrauen, dass Gott unser Gebet hört und danach auch handelt. Aber, ihr kennt es sicher, wenn wir beten, erfüllt Gott uns ja nicht immer, was wir ihm bitten. Zum Glück, manchmal wissen wir gar nicht so genau, was eigentlich gut ist für uns. Und dann ist gut, dass Gott was anderes macht, als wir ihn gebetet haben. Aber wir lernen von der Hannah, wir dürfen beten, wir dürfen unsere Anliegen vor Gott bringen und dann vertrauen, dass Gott handelt, dass Gott das Richtige tut. Manchmal passiert es ja, dass wir beten und danach kriegen wir so irgendeinen Eindruck in den Kopf. Vielleicht kennt ihr das, wir haben es vorhin im Anspiel gesehen. Da hat er beim Fahrradfahren sein Werkzeug gesucht, hat gebetet, dass Gott ihm zeigt, wo es ist und dann hat er so einen Eindruck im Kopf, hey, das muss in dem Schrank sein. Aber was war denn, als er nachgeschaut hat? Das war gar nicht da. Was war da los? Hat Gott ihm einen falschen Eindruck gegeben, um ihn zu verarschen? Nee, mit so Eindrücken muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Es kann zwar manchmal sein, dass Gott uns gute Ideen in den Kopf schickt, in den Kopf legt, gute Gedanken, aber wir wissen ja gar nicht so genau, ob die Gedanken jetzt wirklich von Gott kommen oder nicht nur von uns selbst. Und deswegen dürfen wir zwar beten, dürfen danach überlegen, was wohl das Richtige ist, aber wir können da nicht sagen, nur weil ich das jetzt gedacht habe, nach dem Beten, muss es von Gott sein. Sondern wir dürfen dann vertrauen, dass Gott es gut macht und so Gebet erhört nach seinem Willen, so wie es gut ist. Also die Hannah bekam das Kind in Samuel und wisst ihr noch, was sie Gott versprochen hat, was sie mit dem Kind machen wird? Was ziemlich verrückt ist, sie hat gesagt, ich gebe das Kind ganz dir hin. Wie kann man das machen? Ein Kind Gott hingeben? Nachdem der Samuel kein Baby mehr war, nachdem er entwöhnt war, er war vielleicht 3 Jahre alt, hat die Hannah den Samuel genommen und ihn zur Stiftshütte gebracht, wo der Eli, der Priester damals, gewohnt und gearbeitet hat. Und der Samuel durfte dann dort aufwachsen bei dem Eli und ihm mithelfen, lernen, was man in der Stiftshütte so macht, so kleinere Aufgaben machen, auch mal putzen, aber auch lernen, wie man Gott begegnet, was da so los ist, wie die Opfer ablaufen und so weiter. Und da ist der Samuel damit aufgewachsen, also als Tempeldiener, als Tempelgehilfe.
und schon als kleiner Bub dort hingekommen. Das war sicher nicht ganz leicht für den Samuel, da als kleines Kind schon von zu Hause wegzukommen. Aber gleichzeitig war es sicher auch ein ziemlich gutes Erlebnis, da vorbei zu sein, das alles mitzubekommen. Mehrmals im Jahr ist wahrscheinlich seine Familie auch gekommen, zur Stiftshütte, um ihn zu besuchen, und er hat sie auch immer wieder gesehen. Und ich möchte euch jetzt heute eine Geschichte erzählen, die dieser Samuel erlebt hat, die wir in 1. Samuel 3 lesen können. Und zwar ist dem Samuel eines Nachts was ziemlich Verrücktes passiert. Wir wissen nicht ganz genau, wie alt der Samuel da war. Wahrscheinlich war er ungefähr so alt wie du. Und der Samuel lag dann nachts im Bett, schlief tief und fest. Und dann hörte er mitten in der Nacht auf einmal was Verrücktes. Samuel! Der Samuel ist aufgeschreckt aus dem Schlaf. Was war das? Was ist da passiert? Irgendjemand hat ihn gerufen. Das muss der Eli gewesen sein. Jemand anders ist ja nicht hier. Also ging er schnell aus dem Bett, lief los, lief zu dem Eli. Der lag auch noch im Bett. Und er fragte ihn dann, ja Eli, Meister, was ist los? Du hast mich gerufen, hier bin ich. Der Eli ganz verschlafen. Was ist los? Ich habe dich nicht gerufen. Da musst du dich verhört haben. Geh zurück in dein Bett, Samuel. Alles gut, schlaf weiter. Der Samuel war verwirrt. Er hat doch ganz genau gehört, dass er gerufen worden ist. Hat er es nur geträumt? Ihr habt doch auch gehört, oder? Da hat doch jemand Samuel gerufen. Aber naja, was sollte er machen? Er ging zurück ins Bett, legte sich wieder hin, schlief weiter. Und dann passierte kurz darauf: Samuel! Wieder schreckte er auf. Diesmal war er sich aber ganz sicher, da hatte ihn jemand gerufen. Ihr habt doch auch alle gehört. Das muss der Eli gewesen sein. Jemand anders war hier in der Stiftshütte nicht. Also machte er sich wieder auf, ging rüber zum Eli, der auch wieder im Bett lag, wieder gerade eingeschlafen war, und fragte: Ja, Eli, Meister, was ist los? Du hast mich gerufen. Hier bin ich. Was soll ich tun? Der Eli war vielleicht schon ein bisschen genervt, dass er wieder aufgeweckt wurde. Aber er sagte zu Samuel: Mein Sohn, alles gut, ich habe dich nicht gerufen. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber geh wieder ins Bett, leg dich hin, keine Sorge, alles gut. Samuel hat schon ein bisschen gefragt, was ist los? Bin ich verrückt? Stelle ich mir das alles nur vor? Ich habe es doch ganz genau gehört. Er ging also wieder zurück ins Bett. Er machte sich im Bett wahrscheinlich noch ein paar Gedanken und überlegte sich: Hey, was war da passiert? Was war da los? Da hat ihn doch jemand gerufen. Eine Sache können wir hier schon von dem Samuel lernen, und zwar, dass unser Gehör manchmal ziemlich unzuverlässig ist. Wir wissen manchmal nicht genau, ob wir gerufen werden oder von wem wir gerufen werden. Das haben wir auch schon vorhin beim Fahrrad reparieren gesehen. Da dachte auf einmal der Mann, der da das Fahrrad repariert hat: Hey, ich wurde gerufen. Da hat doch ein Kind von mir, da hat doch irgendjemand gerufen. Am Ende hat er gemerkt: Nee, da hat mich gar niemand gerufen. Ich habe mich nur verhört. Da war wohl gar nichts los. Das war ziemlich doof, aber unser Gehör, das ist manchmal echt unzuverlässig. Manchmal hören wir nicht so genau, ob und wer da eigentlich ruft. Ich weiß nicht, habt ihr schon eine Idee, wer da Samuel ruft? Wer da den Samuel im Schlaf gerufen hat? Ihr könnt euch sicher schon denken, das war natürlich Gott, der ihn da gerufen hat. Aber die Bibel sagt uns hier an dieser Stelle, dass Samuel Gott noch nicht kannte. Und deswegen konnte er seine Stimme nicht erkennen, als Gott ihn rief. Eine spannende Frage, die wir uns jetzt hier stellen können, ist: Wo hören wir denn Gott? Ruft Gott dich auch, wenn du nachts schläfst, ganz laut mit deinem Namen? Nee, normalerweise nicht. In erster Linie hören wir Gott, wenn wir die Bibel lesen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann lesen wir, was Gott uns sagen möchte. Aber manchmal geht es uns beim Bibellesen so ähnlich wie dem Samuel. Wenn wir Gott nicht kennen, dann kann es sein, dass wir die Bibel lesen und es ist nur irgend so ein langweiliges altes Buch. Das sind irgendwelche Geschichten, die nichts mit uns zu tun haben. Aber wenn wir wissen, die Bibel ist Gottes Wort an uns Menschen. Wenn wir die aufschlagen und wissen, was hier drin steht, das hat Gott mir geschrieben, das will Gott mir mitgeben, dann hat es auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Dann kann Bibellesen auch viel mehr Spaß und Freude machen. Deswegen können wir von dem Samuel lernen, es ist wichtig, dass wir Gott kennen, damit wir ihn auch hören. Damit wir ihn beim Bibellesen hören
und erkennen, was er zu uns sagen will. Eine spannende Frage ist ja, warum redet Gott eigentlich nicht mehr so wie damals zu Samuel? Wäre es nicht viel cooler, wenn Gott so mitten in der Nacht zu dir schreit, Samuel, was ist los? Das wäre vielleicht cooler, aber das wäre auch ziemlich leicht falsch zu deuten, so wie damals. Denn das Problem ist, wir haben eben nur ein schlechtes Gehör und wir wissen manchmal gar nicht ganz genau, von wem ist das jetzt eigentlich? Ist das von Gott, was der gerade gesagt hat? Sind das nur meine Gedanken, die mir in den Kopf gekommen sind? Und deswegen hat Gott gesagt, hey, ich mache was anderes. Ich gebe euch eine Bibel. Da könnt ihr einfach genau nachlesen, was ich euch sagen will. Da habt ihr mein Wort schriftlich, dann müsst ihr nicht mehr überlegen, hat es jetzt Gott gesagt oder wer hat es gesagt. In Ausnahmefällen spricht Gott immer noch ganz direkt und sagt zu uns manchmal auch übernatürlich persönlich was, wenn er merkt, das funktioniert für uns nicht. Aber das ist ganz selten, weil Gott eben gesagt hat, ich will euch eine bessere Grundlage geben, die Bibel. Da könnt ihr einfach nachlesen, was ich euch sagen will. Samuel wusste das also noch nicht. Und deswegen legte sich Samuel dann wieder ins Bett. Er schlief weiter und hat vielleicht auch gehofft, dass er jetzt seine Ruhe hat und endlich gemütlich schlafen kann. Aber Gott ließ nicht locker. Gott lässt auch bei dir und bei uns nicht locker, weil Gott will, dass du ihn kennenlernst. Und deswegen, als Samuel wieder schlief, hörte er auf einmal Samuel! Wieder schreckte er auf. Er war sich ganz, ganz sicher, da hatte ihn jemand gerufen. Also, er hatte keine andere Wahl, stand wieder auf und sagte sich, ich muss zum Eli gehen. Es kann doch nur er gewesen sein. Und so ging er wieder rüber zum Eli. Der Eli lag auch schon wieder im Bett und schlief. Und Samuel sagte nochmal, hier bin ich, was ist los? Du hast mich gerufen, ich habe es ganz genau gehört. Und der Eli, der kannte Gott schon. Der merkte jetzt, wo der Hase lang ging. Der merkte, was da los ist und sagte, ja, wahrscheinlich ruft Gott dich. Wenn du das nächste Mal deinen Namen rufen hörst, dann antworte ihm und sag, rede Herr, dein Knecht hört. Dann hör drauf, was Gott dir zu sagen hat. Der Eli kannte Gott schon und konnte deswegen dem Samuel weiterhelfen. Wenn ihr Gott kennenlernen wollt, dann ist es manchmal auch wichtig und hilfreich, jemanden zu haben, der Gott schon kennt. So wie damals das Samuel und Eli. Vielleicht eure Eltern, vielleicht eure jüngster Leiter, vielleicht auch ein guter Freund, der schon an Gott glaubt und Gott kennt. Dann könnt ihr den manchmal fragen, hey, du kennst doch Gott schon. Wie funktioniert es denn mit Gott? Wie kann ich denn Bibel lesen? Wie kann ich da Gottes Stimme hören, wenn ich Bibel lese? Oder wenn ihr die Bibel lest und euch da irgendwelche komischen Fragen kommen, könnt ihr euch die auch mal aufschreiben und die einfach fragen. Die anderen, die Gott schon kennen. Manchmal gebraucht Gott andere Menschen, um uns auf Gott hinzuweisen. Sodass wir lernen, Gott zu hören, seine Bibel zu lesen, sein Wort zu lesen und ihn kennenzulernen. Genauso wie vorhin im Anspiel. Als der Vater erstmal nicht auf sein Kind hören wollte, dass sie ihm weiterhelfen konnte, dass er eine gute Idee hatte zum Fahrradschlauch reparieren, dass man einfach mit zwei Schraubenziehern rausmacht. Und der Vater war nicht so überzeugt, aber er hat danach eingesehen, vielleicht hätte ich doch auf ihn hören sollen. Und so hat der Samuel hier gesagt, ich will auf den Eli hören. Der Eli ist ein guter Ratgeber. Also machte er genau das, was der Eli ihm gesagt hat. Er ging zurück ins Bett, legte sich wieder hin und wahrscheinlich hat er sich diesmal fast schon gehofft, dass er wieder gerufen wird, weil er wissen wollte, was denn jetzt passiert, wenn er antwortet. Also legte er sich wieder hin, legte sich schlafen und tatsächlich kurz darauf hörte er, Samuel! Samuel! Dieses Mal rief Gott ihn sogar zweimal und diesmal schrak Samuel auf, aber antwortete auch sofort und sagte, rede Herr, rede Gott, dein Knecht, dein Diener hört. Auf Gott hören heißt also nicht nur hinhören, was Gott sagt, sondern heißt dann danach auch noch auf Gott hören. Es ist ein Unterschied, ob man jemandem zuhört oder ob man auf jemanden hört. Und bei dem Samuel kam beides zusammen. Er hat hingehört, was Gott ihm sagt, aber hat dann auch auf Gott gehört. Das kennt ihr vielleicht, wenn eine wichtige Person euch was sagt, dann ist es ganz wichtig zuzuhören. Wenn der Lehrer zu euch was sagt und sagt, das müsst ihr euch unbedingt merken, und euren Eltern weiter sagen, dann dürft ihr das auf keinen Fall vergessen. Wenn vielleicht sogar der Direktor kommt mit einer ganz wichtigen Nachricht,
da muss man ganz gut zuhören. Und noch viel wichtiger ist es doch, wenn der allmächtige Gott von Himmel und Erde zu uns was sagt und sagt, hey, merkt ihr das, hör darauf, hör hin. Und deswegen hat der Samuel sicher ganz, ganz genau zugehört, was Gott ihm jetzt gesagt hat. Und es war gar nicht so schön, was Gott ihm gesagt hat. Nämlich Gott hat gesagt, Samuel, der Eli, der Meister, und seine beiden Söhne, die werden bald sterben. Die machen so viel Böses, die schaden anderen Leuten, das kann ich nicht mehr zulassen, deswegen müssen die bald sterben. Die beiden Söhne von Eli, die waren nämlich echt schlimm. Die haben auch im Tempel gearbeitet, in der Stiftshütte dort, und die haben die Opfer missbraucht. Die haben die Menschen ausgenutzt, denen das Geld abgenommen und haben damit auch letztlich Gott gelästert und sich über Gott lustig gemacht. Und Gott hat gesagt, das kann ich nicht mehr zulassen, die müssen bald sterben. Es war keine leichte Nachricht, die Gott dem Samuel gesagt hat. Aber der Samuel hat gesagt, ich will treu sein. Wenn Gott es mir sagt, ist es echt wichtig. Und Gott hat ihm dann gesagt, erzähl das am nächsten Tag dem Eli. Der Samuel hat sich also wieder schlafen gelegt. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch gut geschlafen hat. Ist am nächsten Morgen aufgewacht und der Eli hat natürlich gefragt, hey, was war los? Was hat Gott dir gesagt? Und der Samuel war treu und hat es dem Eli ausgerichtet und hat ihm gesagt, Gott hat mir Gericht für euch, für deine Familie angekündigt. Samuel war also bereit, auf Gottes Stimme zu hören und auch weiter zu sagen, was Gott ihm sagt. Bist du, seid ihr bereit, hinzuhören, was Gott dir zu sagen hat? Bist du bereit, Bibel zu lesen, zu beten, auch zu tun, was in der Bibel steht? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal fällt mir das Bibellesen gar nicht so einfach. Manchmal bin ich da morgens nicht motiviert, wenn ich aufstehe, jetzt schon wieder die Bibel aufschlagen. Manchmal denke ich, das ist doch nur ein altes Buch, obwohl ich eigentlich weiß, das ist Gottes Wort und es ist doch cool, dass ich drin lesen darf. Und deswegen möchte ich euch und auch mir selber Mut machen, bleibt da dran, lest in der Bibel, forscht nach, was da steht, was Gott euch sagen will. Ich lade euch jetzt ein, wir sind jetzt am Anfang vom Jahr, sucht euch mal einen Bibelleseplan, den ihr dieses Jahr machen wollt. Das gibt es vielleicht in eurer Bibel, wenn ihr hinten mal nachschaut, da sind auch Bibellesepläne drin. Oder sonst könnt ihr einfach mal eure Eltern fragen oder eure Jungscharleiter, wo ihr so einen coolen Plan herkriegt. Und dann kann man nach diesem Plan lesen und dranbleiben und nachforschen, was Gott uns sagt. Ich habe das jetzt gemacht. Ich habe am 1. Januar einen Bibelleseplan angefangen, weil ich in diesem Jahr einmal ganz durch die Bibel lesen will. Ich fände es cool, wenn einige von euch mitmachen und so Gottes Wort erforschen. Das erste ist also, hinzuhören, was Gott uns zu sagen hat. Das zweite ist dann die Frage, hören wir auch auf das, was Gott uns sagt? Tun wir das auch? Und wenn ich ehrlich bin, geht es mir da ganz oft so, dass ich das nicht schaffe. Manchmal weiß ich jetzt, will Gott eigentlich, dass ich das und das tue? Das wäre das Richtige. Ich sollte nicht lügen. Ich sollte auf meine Eltern hören. Ich sollte mich nicht streiten, aber es gelingt mir einfach nicht. Und da gibt es eine gute Nachricht in der Bibel, und zwar gibt es da einen Menschen, dem ist das 100% gelungen. Der hat immer alles gemacht, was Gott sagt. Der hat nie einen Fehler gemacht. Das klingt ziemlich verrückt. Und dieser Mensch, der war Jesus. Jesus, der hat wirklich auf Gott gehört. Er ist in die Welt gekommen als Gottes Sohn, hat alles getan, was Gott gesagt hat, und ist dann für unsere Schuld und für deine Schuld gestorben, weil wir das eben oft nicht schaffen. Deswegen lasst uns nicht nur Samuel nacheifern, der Gott hört und auf Gott hört, sondern lasst uns auch auf Jesus schauen, der alles getan hat, was Gott gesagt hat, und dann aber für unsere Schuld gestorben ist, damit wir Vergebung bekommen. Dafür, dass wir es eben nicht immer schaffen. Ich lade euch also ein, lest in der Bibel und vertraut auf diesen Jesus, der uns vergibt, wenn uns auch mal Dinge passieren, die eben nicht Gottes Wort entsprechen. Zum Ende möchte ich euch einen coolen Bibelvers vorlesen und mitgeben. Aus Psalm 19, Vers 5. Der ist echt bekannt, vielleicht kennt ihr ihn schon. Wenn nicht, wäre es cool, wenn ihr versucht, euch den zu merken. Und zwar steht da, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Psalm 119, Vers 105. Wenn es nachts ganz dunkel ist, dann ist es manchmal ziemlich gruselig. Das kennst du vielleicht, wenn du in den Keller gehen musst, das da kein Licht hat. Das ist ziemlich gruselig. Oder wenn du draußen im Dunkeln im Wald stehst, und es kein Licht gibt, das ist ziemlich gruselig. Dann freut man sich über so ein Licht. Wenn man dann auf einmal sieht, was wo ist. Und genau dieses Licht möchte die Bibel
für unser Leben sein. Die Liebe möchte das finstere Leben, wo man manchmal auch nicht so ganz genau weiß, was wo ist und was gruselig ist, hineinleuchten. Und deswegen dieser Vers, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Psalm 119, Vers 105. Zum Abschluss möchte ich noch mit uns beten. Guter Vater, ich danke dir, dass wir die Bibel, dass wir dein Wort haben dürfen. Ich danke dir, dass wir darin deine Stimme hören können. Wir müssen nur lesen und aufschlagen und dann redest du zu uns, Herr Jesus. Manchmal geht es so, dass wir beten und nicht so genau wissen, ob die Gedanken, die wir haben, gut oder schlecht sind. Aber Jesus, danke, dass wir dir da voll und ganz vertrauen können. Danke, dass wir dein Wort lesen dürfen und dass darauf echt Verlass ist. Und Herr Jesus, ich danke dir noch viel mehr, dass dein Wort ein Licht sein will für unser Leben. Wenn wir manchmal nicht so genau wissen, was los ist, wo es hingeht, dann dürfen wir in die Bibel schauen und du willst uns das sagen. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, schenk du jedem Einzelnen von Jungschauern, der jetzt zuhört, wirklich Motivation und Freude beim Bibellesen. Und schenk es auch mir, wenn ich es auch immer wieder brauche. Jesus, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Amen. Auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lässt mich deine Hilfe sehen. Nebel ringsumher, ich seh dich nicht mehr, kann den Weg nicht mehr sehen. Dein Wort ist das Licht, das durch den Nebel bricht. Du führst mich an deiner Hand. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lässt mich deine Hilfe sehen. Mauern ringt und kalt, ich nehm keinen Halt, drohen stehen sie vor mir. Dein Wort ist mein Schwert, das aller Härte wehrt, du stellst mich auf weiten Raum. Dein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lässt mich deine Hilfe sehen. Tränen wirst du fort, tröstest durch dein Wort, Kraft zum Leben gibst du mir. Ein weites Meer ist dein Wort, großer Herr, unergründlich tief und rein. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lässt mich deine Hilfe sehen.